Gestern hat FED-Chef Powell nochmal klargemacht, dass es von den Daten abhängt, ob die US-Notenbank die Zinsen um 0,25% oder um 0,5% anheben wird. Und er meinte damit, die großen Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm-Payrolls am morgigen Freitag und die Inflationsdaten CPI am Dienstag. Das Problem an dieser ganzen Geschichte, diese Daten sind durch saisonale Anpassungen so manipulierbar und offenkundig auch manipuliert, dass das Ganze an den Märkten zu einem Lotteriespiel wird, nämlich zur Frage, wie stark sind diesmal die saisonalen Anpassungen. Erinnern wir uns mal an die letzten Non-Farm Payrolls, also an die letzten großen Arbeitsmarktdaten. Über 500.000 neue Stellen, damit hatte keiner gerechnet. Das war völlig außerhalb der Norm, eine richtige fette Abweichung von allen Erwartungen. Und warum? Weil eben diese Seasonal Adjustments eine so große Rolle gespielt haben. Und wir wollen uns dann heute mal die Situation anschauen, auch mit den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Da gab es auch etwas, da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal an, was zunächst heute gewesen ist, bevor ich dann vor allem auf die Arbeitsmarktdaten morgen eingehe und diese Seasonal Adjustments. Wir haben heute zunächst mal steigende Märkte gesehen, nachdem 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kamen, und siehe da, die sind höher ausgefallen, wieder über 200.000, nämlich 211.000. Das ist immer noch vergleichsweise gering im Kontext, im historischen Kontext. Goldman Sachs heute dann, by the way, mit einem Playbook, wie man morgen die großen Arbeitsmarktdaten spielt. Über 500.000 neue Jobs, dann mindestens 3% Verlust. 215.000 bis 500.000 neue Jobs, dann der S&P down 2-3%. Wenn die Zahl geringer reinkommt, also 100 bis 215.000, dann minus 1%, und wenn die unter 100.000 sind, plus 1%, wenn sie unter 0 sind, sogar plus 2%. Also die Märkte, die sind völlig abhängig jetzt von diesen Daten. Und jetzt schauen wir uns mal die heutigen Initial Claims an, also diese Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und hier sehen wir mal unten die Verteilung der verschiedenen US-Bundesstaaten, ganz oben mit weitem Abstand New York, dann kommt Kalifornien und dann eigentlich, naja, werden die Balken immer geringer. Das heißt, ein großer Teil dieser Erstanträge ist aus New York. Jetzt könnte man sich fragen, naja, warum New York? Ist da besonders viel Krise oder was ist da los? Nein, New York hat Schulferien und die Lehrer und das Schulpersonal, die können in den Ferien Arbeitslosenhilfe beantragen. Das haben sie massenhaft getan. Dementsprechend sind die Zahlen derartig nach oben geschossen. Alleine 16.000 dieser 211.000 Erstanträge kommen aus New York. Das ist ein ziemlich fetter Batzen. Und letztendlich könnte man formulieren, weil sich einige Lehrer oder Schulpersonal jetzt vorübergehend arbeitslos gemeldet haben, haben die Weltmärkte viele, viele Milliarden zwischenzeitlich an Marktkapitalisierung gewonnen. Das zeigt die ganze Absurdität des ganzen Spiels, aber sei es drum. Das Ganze auch mit diesen Erstanträgen scheint auch durch Seasonal Adjustments auch stark beeinträchtigt zu sein. Schauen wir uns mal an, die sogenannten Challenger Job Cuts, also praktisch die von einer Privatfirma ermittelten Entlassungen, also beziehungsweise diese Privatfirma guckt sich an, wertet Daten aus und versucht dann zu ermitteln, wie viele Leute wurden entlassen. Und wir sehen, diese Entlassungen sind deutlich nach oben gegangen. Klar, wir erinnern uns an diese Tech-Entlassungen bei Meta, bei Twitter, wie sie alle heißen, alle haben ja Leute rausgeschmissen. Und da sind die Entlassungen massiv nach oben gegangen, aber die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind tendenziell sogar gesunken. Wie kann das denn eigentlich passieren? Hier sehen wir mal nochmal diese Jobcuts. Die sind jetzt zum Vorjahr um 410% gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit 2009. 2009 war ja dicke Rezession auch noch am Start. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Jobs alleine im Februar, 77.000 oder 77.000 Jobs, meine Damen und Herren, also 77.770, die sind hier alleine im Februar entstanden. In diesem Februar, im Januar waren es knapp 103.000, das war wiederum die schlechteste Zahl im Januar seit diesem September. Aber wir sehen, das weicht also total voneinander ab hier, diese Challenger Job Cuts, die Entlassungen und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Normal müsste man ja erwarten, dass die Leute, die ihren Job verlieren, sich dann arbeitssuchend melden, respektive
versuchen, Arbeitslosenhilfe zu bekommen. Jetzt hat sich Goldman Sachs mal diese Initial Jobless Claims, also die Erstanträge, angeschaut und sagt, hier gibt es offenkundig massive Seasonal Adjustments, saisonale Anpassungen. Wie diese saisonalen Anpassungen funktionieren, kriegt man nirgendwo raus. Das ist ein irgendwie ein wunderbares Geheimnis der entsprechenden Statistiker. Und hier sagte Goldman Sachs, das wird jetzt aufhören wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten. Also diese saisonalen Anpassungen, die werden sich zumindest nicht mehr so günstig auswirken, wobei ein Rätsel ist, wie eben diese genauen Anpassungen funktionieren. Und erinnern wir uns, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir hatten jetzt bei den letzten Daten aus dem Januar bei den großen Non-Farm Payrolls 517.000 Stellen. Wir haben jetzt die letzten 10 Monate in Folge, dass die Arbeitsmarktdaten besser ausgefallen sind als erwartet. Warum könnte das so sein? Naja, lassen Sie uns mal ein bisschen nachdenken. Hier sehen wir zum Beispiel hier diese Seasonal Adjustments. Wann sind die gekommen? Wie sind die letztendlich entstanden? Man versucht sozusagen saisonelle Faktoren so ein bisschen zu gewichten, aber es gibt in den USA vor allem das sogenannte Birth-Death-Model, Geburt-Tod-Model, damit meint man die Geburt oder den Tod von Firmen. Das ist damals noch unter Reagan eingeführt worden, als schon viele kleine Firmen entstanden und man hatte damals die Sorge, naja, wir können am Arbeitsmarkt gar nicht erfassen, was diese kleinen Firmen letztendlich an Arbeitsplätzen schaffen. Die haben wir gar nicht so auf dem Radar wie die großen Firmen. Da wissen wir das. Also machen wir mal ein Modell, dass wir sagen, okay, es entstehen so und so viele Firmen oder es gehen so und so viele Firmen pleite. Aber das ist ein hochgradig umstrittenes Modell. Und das wird jetzt bei diesen Adjustments angewendet, bei diesen saisonalen Anpassungen angewendet. Und wir sehen, dass bei diesen Payrolls, das sind ja Befragungen auch von Unternehmen. Es gibt 2 Kategorien bei diesen Payrolls. Die wichtigste ist eben hier die Survey Response. Es gibt dann die Household Survey, wo also direkt die Haushalte angerufen werden. Aber das Wichtigste sind die Firmen, die befragt werden. Naja, wie schaut es aus? Habt ihr Stellen geschaffen? Habt ihr Stellen abgebaut? Etc. Und es antworten immer weniger Firmen. Wir sehen, dass die Quote der Firmen, die antwortet, immer weiter zurückgeht. Und damit sind dann gemäß Birth-Death-Model die saisonalen Anpassungen nach oben gegangen. Das heißt, da sind wahrscheinlich rein statistisch durch dieses Birth-Death-Model wahnsinnig viele neue Stellen geschaffen worden, die faktisch wahrscheinlich gar nicht da sind. Das ist wirklich eine Abstrusität des Sondergleichen. Und das, was wir da am Arbeitsmarkt sehen, passt eigentlich nicht wirklich zu vielen Entwicklungen. Dementsprechend sagen manche, das, was da die Biden-Administration macht, ist natürlich, und wir haben es ja hier bei den Statistikern, die für das Bureau of Labor Statistics arbeiten, letztendlich mit Regierungsleuten zu tun, die also der Regierung nahestehen, die versuchen durch groteske und sehr seltsame Seasonal Adjustments die Zahlen hier nach oben zu pushen. Die Frage ist, wie lange geht das noch? Die Deutsche Bank in Gestalt von Jim Reed sagt, also das wird nicht mehr gut gehen, das wird nicht mehr lange haltbar sein, diese Form der Manipulation, wenn man so will. Das ist wirklich schon an der Grenze zu Fake News. Dementsprechend ist das wirklich eine seltsame Geschichte. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ob dann durch Seasonal Adjustments vielleicht 200.000, 300.000 Stellen dazu addiert werden, die vielleicht gar nicht existieren oder wie auch immer, und die Märkte dann 5% fallen oder 5% steigen, weil eben die Arbeitsmarktdaten so reinkommen, das zeigt die ganze Absurdität dieser ganzen Geschichte. Und das gilt im Übrigen ein Stück weit auch für die Inflationsdaten. Da hat man ja nicht nur den Warenkorb jetzt geändert, der zur Berechnung der Inflation herangezogen wird, sondern man hat auch saisonale Anpassungen gemacht. Wir erinnern uns, die Daten aus November und Dezember sind nach oben revidiert worden durch saisonale Anpassungen, und das scheint jetzt weiterzugehen. Jetzt hat die New York Fed hier einen Inflation Trend Indicator. Da ist wieder ziemlich massiv saisonal adjusted worden, sodass die Zahl jetzt von 3,7 auf 4,9% gestiegen ist in relativ kurzer Zeit. Wenn man dagegen Leute aus der Praxis fragt, so etwa der Chef von Bank of America Moynihan, der sagt also, es sieht so aus, als würden wir im 3. Quartal eine Rezession bekommen, aber vielleicht nicht ganz so heftig. Und er sagt, die Konsumenten geben weiter kräftig Geld aus. Consumer Spending is accelerating. Also das deutet nicht darauf hin, dass die Nachfrage einbricht.
Es ist irgendwie ein Rätsel, es ist ein Phänomen. Wir haben auf der anderen Seite Massenentlassungen, auf der anderen Seite sehen wir super starke Einzelhandelsumsätze. Die muss man natürlich inflationsbereinigen, eigentlich, wenn man die Konsumenten befragt. Wie schaut es denn aus? Seid ihr optimistisch oder pessimistisch für die nächsten 12 Monate, was eure finanzielle Situation angeht? Dann sehen wir rekordniedrigen Optimismus. Nur etwa 30% der Befragten sagen, ich bin optimistisch, gehen also davon aus, dass die finanzielle Situation für sie besser wird. Die anderen sehen das offenkundig nicht so. Warum? Weil natürlich die Zinsen steigen, damit steigen Kreditbelastungen. Gleichzeitig ist die Inflation extrem hoch. Die Kaufkraft schwindet, weil die Löhne nicht so stark steigen, wie eben die Kosten, wie die Inflation nach oben gegangen ist. Und jetzt ist die Frage, was macht die Fed denn mit den Zinsen? Wenn sie die Zinsen weiter anheben, wird etwas kaputt gehen, wird möglicherweise auch diese Schulden Tragfähigkeit nicht mehr gegeben sein. Alleine die USA werden in 10 Jahren etwa, der Staat, 50 Billionen Schulden haben. Derzeit hat man mit Haushalten, mit Firmen und alles zusammen knappe 95 Billionen Schulden, aber allein der Staat würde dann 50 haben. Das würde bedeuten, die Amerikaner nehmen etwa 4 Billionen an Steuern ein oder haben ein Einnahmen von 4 Billionen. Wenn man da mal den Verteidigungshaushalt rausrechnet, dann als Kosten schon mal rausrechnet, dann hat man 3,2 Billionen an Einnahmen und würde dann etwa 1 Billion an Zinskosten zahlen. Das entspräche knapp ein Drittel des gesamten zur verfügbaren Geldes, das die Amerikaner haben. Nur die Frage ist, was ist die Alternative? Wenn die Fed jetzt die Zinsen wieder senkt, dann wird die Inflation wieder nach oben gehen. Und da ist die Frage, was ist wichtiger? Paul hat gesagt, wenn die Inflation nicht unter Kontrolle ist, kann Wirtschaft für niemand funktionieren, weil dann eben letztendlich das Vertrauen in Geld erodiert. Und das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, auf den es mit ankommt. Aber schauen wir uns mal an, was etwa die Banken machen. Hier sehen wir zum Beispiel unten die New York Bank Mellon, die charttechnisch richtig angeknackst ist. Die ist auch in Sachen Krypto unterwegs gewesen. Silvergate ist ja praktisch jetzt vor der Abwicklung. Schauen wir uns mal heute die großen Banken an. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, alle dick im Minus. Schauen wir uns mal die Finanzwerte an, die heute am schwächsten sind von allen Sektoren wieder, wie es da nach unten gegangen ist. Warum? Weil eben die Zinskurven sich invertieren, weil damit das Geschäftsmodell der Banken eben flöten geht, letztendlich durch die nicht mehr gewährleistete Fristentransformation und vor allem, weil die Perspektiven, wie die Zinskurven, die invertierten Zinskurven anzeigen, eben auf Rezession stehen. Das ist auch für Banken nicht so gut und vielleicht die gefährdetste Bank derzeit ist die Credit Suisse, die heute von der SEC einen Rüffel bekommen hat. Die wollten eigentlich heute Zahlen für das Jahr 2022 publizieren. Dann hat die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, gesagt, euer Accounting, eure Bilanzierung, die passt uns nicht, da stimmt was nicht. Dementsprechend musste man das verschieben. Die Aktie der Credit Suisse ist jetzt auf ein neues Allzeittief gefallen. Also wahrscheinlich die systemkritischste Bank und hier sehen wir, dass möglicherweise all das natürlich auch mit der Nullzinspolitik der vergangenen Jahre zu tun hat und jetzt eben mit dem Zinsanstieg. Wenn die Zinsen bei Null sind, dann erfolgt massenweise Fehlallokation von Kapital, es fließt Geld in völlig unsinnige Bereiche wie in irgendwelche IPOs, Börsengänge von Firmen, die noch nie einen Cent verdient haben, aber viel versprechen. Wir sehen jetzt eben den Absturz von Silvergate. Also dieser ganze Kryptosektor scheint mir hochgradig gefährdet. Und was ist da die Alternative? Ein Recession Hedge und das sind Anleihen. Die haben jetzt das lowest risk level ever, könnte man sagen. Denn was passiert normalerweise, wenn eine Rezession kommt? Dann fallen die Renditen, weil eben normalerweise man davon ausgeht, dass die Notenbanken dann die Zinsen senken. Nichts mehr Goldilocks, sogar Gothilocks, wie Sie hier vielleicht sehen in dieser Grafik. However, ich noch ein Wort hier zur Stimmung derzeit am Markt. Wir sehen, dass jetzt das Sentiment bei Privatinvestoren wieder ein bisschen sich aufgehellt hat, nicht so wahnsinnig viel. Fear and Greed Index im neutralen Bereich. Wir sehen, dass die Vermögensverwalter wieder zugelegt haben wieder in Aktien allokiert. Wenn wir jetzt mal zur großen Ebene kommen, also Weltwirtschaft,
Schauen wir uns mal in Taiwan die Chip-Exporte an. Überhaupt die Exporte Taiwans, aber vor allem die Chip-Exporte massiv nach unten gegangen. Vor allem gehen die Exporte nach China zurück. Wir haben gesehen, dass die chinesischen Exporte in die USA, in die EU deutlich zurückgehen, aber nach Russland deutlich zunehmen. Wir sehen also hier eine Art Deglobalisierung anhand von Handelsdaten. China-Einbruch, Nachfrageeinbruch, das sehen wir an den Verbraucherpreisen und Erzeugerpreisen in China. Das ist nicht so, dass diese Wirtschaft floriert, sonst müssten die Preise stärker steigen. Und Preise, wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, ist auch das Motto für Mieten. Wir sehen also, dass in Deutschland, wer jetzt eine Wohnung neu mietet, dass er da eine massive Steigerung hat, nämlich von 6,5% zum Vorjahresquartal. Wenn er in der eigenen Wohnung bleibt, dann ist normalerweise seine Miete um 2,2% durchschnittlich gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit 1997. Die 6,5% für Neuvermietungen sind ein Allzeithoch. Das deutet darauf hin, dass wir eben eine strukturelle Inflation haben. Es hängt auch damit zusammen, dass praktisch die Leute jetzt keine Häuser mehr kaufen oder viel weniger Häuser kaufen wegen dem Zinsanstieg. Dementsprechend die Nachfrage nach Mietwohnungen massiv nach oben gegangen ist, zumal eben die Kosten explodieren für Energie. Das betrifft dann vor allem Häuser, die eben keine gute Energie Bilanz haben, die Kategorie H sind oder ähnliches. Und da versuchte die Bundesregierung durch geschönte Gutachten letztendlich die Bevölkerung ein bisschen zu beruhigen. Hier hatte ich da schon mal drauf verwiesen, dass das Wirtschaftsministerium unter Habeck ja gezeigt hat, in einer Studie 2050 bis dahin unsere Stromversorgung total gesichert. Dabei hat man die unrealistischsten Annahmen, nämlich dass der Ausbau der Erneuerbaren genauso ablaufen könnte, wie man ihn sich vorgestellt hat, was aber gar nicht mehr möglich ist. Man müsste, glaube ich, pro Tag 5 Windkraftanlagen hinbauen. Das kann nicht mehr gelingen, das wird nicht mehr gelingen, aber trotzdem wird den Leuten suggeriert, irgendwie alles gut. Und jetzt hat jemand gesagt, hier leider werden tatsächlich auch Sie bei dem Thema Energiewende von Mal zu Mal polemischer, unausgewogener, um nicht zu sagen völlig unsachlich, unfair und fast schon aggressiv. Naja, ich würde mal sagen, ich bin da ziemlich ergebnisoffen und unideologisch. Aus meiner Sicht brauchen wir einen breit gestreuten Energiemix. Wir sollten nicht die Atomkraft abschalten. Wir sollten versuchen, so viele Energieträger wie möglich am Start zu behalten. Warum? Weil eben nur die Fokussierung auf Erneuerbaren physikalisch nicht funktionieren kann und wird. Ich halte das eher für rational und für ideologiefrei. Zumal eben das Einzige, was uns wirklich hilft, Technologie ist, die Chinesen bauen massiv Kohle zu, die Inder, die Pakistani, und ob wir dann CO2-neutral sind oder nicht, das interessiert das Klima nicht, zumal wir hier auch langsam CO2-Europameister werden. Hier heute die Meldung, Stromerzeugung in Deutschland steigt auf ein Drittel mit Kohle, das heißt, wir pumpen so viel CO2 in die Luft wie never ever before, zumindest seit der Wiedervereinigung, und das kann doch eigentlich nicht grüne Politik sein, wenn man ehrlich ist. Ich finde immer, schaut mal auf die Taten, auf das, was hinten bei rauskommt und nicht das, was das Wunschkonzert ist. Hier haben wir es mit Ideologen zu tun, aus meiner Sicht mit Utopisten, die dann versuchen, die Realität an die Utopie anzupassen, aber die Realität weigert sich ein bisschen, was die Utopisten nur noch radikaler werden lässt, erstaunlicherweise. Aber so ist das. Ich habe mich lange mit Utopien beschäftigt, von Nationalsozialismus über Kommunismus, Stalinismus, lange Jahre meines Lebens, bevor ich in diesen seltsamen Finanzbereich gegangen bin, und es ist immer wieder dieses Muster, die Utopisten sagen, ja, wenn die Realität nicht so will, wie wir wollen, dann ist die Realität falsch, dann stimmt etwas mit der Realität nicht, also müssen wir die Utopie nur noch konsequenter umsetzen. Das ist dann eine Spirale, die nach hinten losgeht, und das gilt auch für Deutschland, was jetzt die so dringend benötigte Einwanderung von Fachkräften betrifft. Aber warum soll jemand nach Deutschland kommen? Hier hat Matthias Weig einen scharfen Artikel geschrieben, warum Hochqualifizierte für sich überhaupt keine Zukunft in Deutschland sehen können. Daniel Stelter wird jetzt am Wochenende dazu einen Podcast auch machen, und hier laut Daten der Bundesregierung gehen vielmehr viele Hochqualifizierte aus Deutschland weg. 75% derjenigen, die auswandern, die haben einen Hochschulabschluss.
25% haben ihn nicht. Das sind diejenigen, die bei Goodbye Deutschland auftreten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen im Fernsehen. Klassiker, da zum Beispiel einer, der in der Kneipe jemand getroffen hatte, der mir erzählt hat, in Paraguay, da brauchen Sie Traktoren. Dann ist er ausgewandert nach Paraguay, sein ganzes Erspartes, hat Traktoren in Osteuropa bestellt, ist nach Paraguay, um dann festzustellen, nee, die haben eigentlich genug Traktoren, die brauchen gar keine Traktoren. Und er war inzwischen pleite, musste aber dann die ankommenden Traktoren bezahlen. Das war also eher die untere 25% Kategorie. Das ist die erste Empfehlung mit dem Fachkräftemangel. Und die zweite Empfehlung, warum die FED ihre Zinsankündigung nicht umsetzen wird. Ich glaube, sie wird sie umsetzen, aber mein Kollege Wolfgang Müller sieht es anders. Wer recht hat, wissen wir erst später. Wir sind ergebnisoffen bei Finanzmarktwelt. Deswegen die zweite Empfehlung. Ich sage jetzt Servus und Ciao.